wir hatten ein Glück mit dem Wetter, es war zwar ein bisschen kalt und manchmal hat es geregnet, aber im Großen und Ganzen sind wir wieder gut hier. Ich habe viele Fotos gemacht, ganz wichtig für euch, für die Bewerbung. Ich schicke euch die dann, also ich stelle sie online, ich schicke euch auch das Fotoprotokoll und wer von euch ein Foto in hoher Auflösung haben möchte, dann schreibt mir das bitte einfach per E-Mail und ich schicke euch das dann in hoher Auflösung zurück. Warum? Das könnt ihr gut verwenden bei der Bewerbung, wenn ihr in Action seid, on the road, mit einer großen Gruppe, vor einer Sehenswürdigkeit. Also das macht natürlich einen guten Eindruck, dass ihr da bereits in der Praxis tätig seid und mit einer echten Gruppe im Ausland unterwegs seid. Also diese Fotos sollen euch eine Starthilfe sein. Ihr habt auch auf der Homepage die Vorlage für Lebenslauf und Bewerbungsschreiben, haben wir im Kurs auch durchgemacht. Habt ihr auch den Link als Word-Dokument, könnt ihr das runterladen. Da lade ich euch auch herzlich ein, ihr könnt mir das schicken, ausgefüllt mit den Foto, mit euren Daten. Ich schaue mir das gerne durch, das ist mein Service, das ist meine Nachbetreuung für meine Absolventen, der sogenannte Alumni-Club, da seid ihr automatisch dabei. Das heißt, ich stehe euch wirklich nachher zur Verfügung. Ja, das ist ganz wichtig, wenn es Fragen gibt, schreibt mir einfach, ruft mich an, schreibt mir auf WhatsApp oder E-Mail oder SMS oder einfach anrufen oder ihr kommt mal vorbei wieder. Es gibt ja dann das Sommerfest auch am 22. Juni. Es gibt immer wieder Treffen und Veranstaltungen von der Reiseleiterakademie. Es ist immer sehr, sehr schön dann auch zu sehen, wenn wir einfach wie so eine kleine Familie sind und hier alle in Kontakt bleiben. Freut mich immer, wir haben hier an Bord ja auch Wiederholungstäterinnen vom letzten Lehrgang, die hier mitgefahren sind, die Andrea und die Christelle. Danke, also das ist schön, da die Absolventen wiederzusehen und ich glaube für euch beide war es echt witzig heute, oder? Wenn ihr das aus einem gewissen Abstand miterleben könnt, ohne selber dran zu sein und nervös zu sein. Und das ist auch schön. Also ich freue mich immer, wenn Absolventen dann wieder mitfahren beim nächsten Lehrgang oder bei den Adventpunsch haben wir oder eben Sommerfest oder verschiedene Veranstaltungen dann alle wiederzusehen. Es ist immer schön, das Netzwerktreffen. Man erfährt, aha, wo ist der unterwegs, wo ist der untergekommen, was tut sich bei euch. Also das ist wirklich spannend.